Offenlegungsverordnung. Die Offenlegungsverordnung ist ein weiterer Baustein des EU-Aktionsplans. Sie ist auch bekannt als SFDR. Das steht für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Ihr Ziel ist es, für mehr Transparenz darüber zu sorgen, wie das Thema Nachhaltigkeit bei Finanzprodukten, aber auch bei den FinanzmarktteilnehmerInnen selbst berücksichtigt wird. Sowohl auf Unternehmensebene als auch auf Produktebene müssen FinanzmarktteilnehmerInnen und AnlageberaterInnen zum einen offenlegen, wie sie mit Nachhaltigkeitsrisiken umgehen, also möglichen Auswirkungen von der Umwelt oder Gesellschaft auf ein Unternehmen oder Investment. Zum Beispiel könnte sich eine Überschwemmung negativ auf den Wert einer Geldanlage auswirken. Zum anderen soll auch dargelegt werden, welche negativen Auswirkungen das Investment auf Umwelt und Gesellschaft haben kann. Hierfür wurden insgesamt 64 Indikatoren definiert, die sich auf Bereiche wie Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfälle sowie Soziales und Beschäftigung beziehen. Wir sprechen im Englischen von PAIs. Das steht für Principal Adverse Impact Indicators. Auf der Ebene des Finanzprodukts werden drei Kategorien nach den verschiedenen Artikeln der Verordnung unterschieden, die mit unterschiedlichen Offenlegungsverpflichtungen verknüpft sind. Unter Artikel 9 fallen Produkte, die nachhaltige Investitionen anstreben. Unter Artikel 8 fallen Finanzprodukte, die unter anderem ökologische oder soziale Merkmale bewerben. Artikel 6 umfasst alle anderen Finanzprodukte. Sofern Sie keine Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigen, müssen Sie die Gründe erläutern. Die Offenlegungsverordnung stellt einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu mehr Transparenz dar, einem der drei großen Ziele des EU-Aktionsplans.